Hallo, heute stelle ich euch meine neue Figur vor. Sie kommt aus dem Anime To Love Ru Darkness. Ihr Name ist Nemesis und ihr Scale ist 1,7. Sie kommt von dem Hersteller Amakuni Hobby Japan. Hier sieht man bei der OVP schon den Sticker, dass sie original ist. Ich finde es wirklich sehr schön, dass sie hier überall Gold gemacht haben mit Rot. Das erinnert mich ein bisschen an Weihnachten. Und hier, dass die Sternenketten runterhängen, sieht wirklich schön aus. Schon mit dem Bild von ihr, den Namen, den Scale und den Namen von dem Anime. Dann seitlich von der Box sieht man die Figur selbst schon. Hinten sieht man auch die Figur von jeder Seite, wie sie aussehen soll. Und hier sieht man wieder einen Sticker, dass sie original ist. Die andere Seite, sieht man sie von einer anderen Seite wieder. Ja, würde ich mal sagen, machen wir die Box auf. Ich mache sie wieder von unten auf. So, das ist die Figur in der Plastikbox. Man sieht hier schon, dass sie eine riesig große Base hat. Oh nein, sie wird mir wieder so viel Platz kosten. Man sieht ja auch wieder ganz viel Plastik, das die Figur schützt. Und von hinten auch hier ein Schutz, damit die Haare nicht beschädigt werden bei dem Transport. So, dann würde ich sagen, machen wir sie gleich auf. So, ich will mal die Base aus dem Plastik. Dann sehen wir uns die Base an. Sie sieht sogar wirklich schön aus. Sie ist nicht normal einfach rot. Man sieht hier den Namen von ihr, den Anime und auch hier eine Verzierung. Ja, hier sieht man wieder die Halterung für die Figur. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal die Figur an. Dann fällt auch schon das ganze Plastik ab. Das werde ich auch gleich runtergeben. Und ich finde, Amakuni Hobby Japan ist wirklich ein sehr guter Hersteller. So, dann zur Figur selbst. Man sieht hier den Haarschmuck. Sie hat wirklich schöne Augen. Hier die Brüste. Dann hier. Ich finde, es ist ein bisschen übertrieben, dass man hier die Bauchhöhle so extrem sieht. Die Rippen sieht man, finde ich auch sehr schön. Ich finde, es passt wirklich sehr gut zu ihrem kindlichen Körper, dass man hier die Rippen sieht, zu den kleinen Brüsten. Dann hier sieht wirklich sehr super aus, dass das wirklich wie mit dem Wind mitgeht. Die Falten auch wirklich sehr schön. Auch hier, dass die Haare rötlich sind, die Strähnen, die Hand und alles. Es ist wirklich sehr detailgetreu gemacht worden. Hier wieder ein Schmuck, rot bei den Haaren. Ich finde sie auch sehr schön, weil sie einfach wieder eine dunkelhäutigere Figur ist. Das ist jetzt meine zweite. Und sie hat wieder dieses leichte, super Gefühl auf der Haut. Das haben eigentlich nur Amakuni Japan, glaube ich, und Alta, glaube ich, auch irgendwie schon der Hersteller. Auch hier mit einem leichter roten Stich in den Haaren. Und der Haarverlauf sieht auch wirklich sehr schön aus. Hier noch eine Strähne, die sie hier ein bisschen angeklebt haben. Aber es stört jetzt nicht und sie sieht wirklich perfekt aus. Also auch die Haarsträhnen mit dem Rot und hinten wieder dem Schleier, den man sieht. Man sieht auch unten. Sieht wirklich sehr schön aus. So, dann würde ich sagen, gebe ich die Figur mal auf die Base. Sie wird hier eigentlich nur reingesteckt, ganz einfach. Ich hoffe nur, dass sie nicht von Zeit zu Zeit irgendwann umfällt. Aber ich glaube fast nicht, weil der Stift innen relativ lang ist, dass ich glaube, dass sie eigentlich wirklich bleibt, ohne dass sie irgendwann das Leaning, glaube ich, heißt das, dass sie eben umkippt. Das hatte ich schon bei zwei Figuren, das ist halt nicht so super. Aber ja, sie sieht im Ganzen wirklich sehr hübsch aus. Sie gefällt mir wirklich sehr. Also ich werde mir, glaube ich, die ganze Serie holen von den, keine Ahnung, Wüsten,
Wüsten. Sieht aus wie von der Wüste eben, so ein Set. Ich finde, es ist einfach Hobby-Japan, von denen muss man einfach die Figuren kaufen, weil sie so super verarbeitet sind. Und man hat wirklich keine Farbfehler. Es ist wirklich immer alles perfekt. Ich hatte noch nie eine Figur, was nicht gut ist. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Unboxing. Tschüss!